Also, heute geht es weder um ein Buch, noch geht es um ein Hörspiel. Es geht heute um einen Dokumentarfilm, wobei das Wort Film vielleicht etwas hochgegriffen ist. Es ist mehr ein Bericht, er ist nämlich ungefähr 16 Minuten lang. Diesen Dokumentarfilm habe ich zufällig bei Recherchen gefunden und er ist eine absolute Freude anzusehen. Ich wollte ihn euch deswegen nicht vorenthalten und wollte ihn hier mal so ein bisschen einführen. Ich habe ihn unten verlinkt. Der Titel dieses Dokumentarberichts ist Wie ein Jugendbuch entsteht und wurde damals im Auftrag gegeben vom Franz Schneider Verlag. Den Schneider Verlag kennt man vor allen Dingen als Verlag, der so Bücher wie Hanni und Nanni, Burg Schreckenstein, Bibi Blocksberg, Kommissar Kugelblitz und so weiter veröffentlicht hat und natürlich noch eine ganze Reihe anderer Romane. Es gibt ihn mittlerweile nicht mehr. Er ist aufgekauft worden, letzten Endes von HarperCollins. Glaube ich, eine recht bekannte Marke, vor allen Dingen halt in den 60ern, 70ern, aber auch bis in die 2000er rein. Weniger bekannt sind tatsächlich so Titel wie Ola das Hitlermädchen oder Kinder, was wisst ihr vom Führer? Ja, der Verlag ist halt schon etwas älter, 1913 gegründet. Aber dieser Film ist jetzt aus den 60ern und ich finde, der hat so seinen eigenen Charme. Und es lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken. Also ich war sehr begeistert. Spielt in München in den 60ern und die Rahmenhandlung ist sozusagen, dass so zwei Buben sich ein Buch kaufen für 3 Mark und 25 Pfennige und sie haben nicht genug Geld und da kommt ein Mann vorbei im Anzug und bleibt stehen und gibt ihnen die restlichen Groschen, wo man erstmal denkt, oh, Stranger Danger, das ist ja ein bisschen seltsam. Es wird noch seltsamer, stellt sich raus, dass der Mann der Autor von dem Buch ist, was sie sich kaufen, wo man auch so denkt, steht er jetzt immer vor der Buchhandlung und wartet darauf, dass Kinder seine Bücher kaufen, ein bisschen seltsam. Aber wir akzeptieren das einfach mal so, es ist natürlich das Setup dafür, dass die Kinder jetzt wissen wollen, ja, wie entsteht denn überhaupt so ein Buch. Das Ganze wird natürlich mit etwas Humor erzählt. Es fängt schon damit an, dass der Erzähler sagt, ja, das ist nicht irgendein Mensch hier, das ist der Verfasser dieses Buches und was, der geht zu Fuß, so einer geht zu Fuß, das ist ja unglaublich und so. Da schmunzelt man natürlich schon mal das erste Mal. Dann wird halt erklärt, okay, wie entsteht denn so ein Buch und wo kommt die Inspiration her? Und dann wird erzählt, dass der Autor sich halt monatelang an die Schreibmaschine setzt und der Kopf raucht und irgendwann geht es nicht mehr weiter und dann heißt es tief Luft holen. Der Autor wird gezeigt, wie er an einer Zigarette zieht, was auch eine interessante Textbildschere ist, die mit Sicherheit beabsichtigt ist. Ist wahrscheinlich für die Kinder nicht so ersichtlich, vielleicht auch gar nicht, man weiß es nicht. In den 60ern war das ja noch ein bisschen anders mit dem Rauchen, aber ja, sehr lustig und dann ist das Buch halt fertig und der Autor marschiert mit dem Buch unter dem Arm durch München und auch sehr lustig, es ist halt nicht so ein Manuskript, wie man sich das vorstellt, so DIN A4 mit Schreibmaschine, sondern es ist halt so DIN A3 groß und mit einer Riesenschrift mit dem Titel vorne drauf, marschiert er da durch München und hat halt Angst, dass sein Buch nicht angenommen wird und ist etwas nervös, den Verleger zu treffen und so. Und der Verleger lacht dann aber über das Buch und findet es ganz toll. Und dann wird halt erklärt, wie das Buch gedruckt wird, was tatsächlich sehr interessant ist, wie die Klischees gemacht werden, also wie die Zeichnungen da reinkommen, wie der Buchdruck gemacht wird. Also es wird richtig noch mit Versatzstücken gemacht, mit so Bleistücken wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das da noch Blei war. Und das ist tatsächlich ganz interessant, wie das entsteht. Also es zieht einen so ein bisschen mit dem Humor rein und tatsächlich lernt man auch was. Natürlich wird es heute nicht mehr ganz so gemacht. Ich denke, da ist einfach viel digitalisiert. Und an dieser Stelle wird natürlich auch viel weggelassen. Zum Beispiel das Lektorat wird überhaupt gar nicht erwähnt und auch das Marketing nicht. Aber sehr interessant. Die Bücher werden mit einem normalen Auto im Karton von einem Chauffeur zur Buchhandlung gefahren. So endet das Ganze dann halt. Was noch interessant ist, ist, dass der Autor, der dort auftritt, tatsächlich kein Schauspieler ist, sondern tatsächlich wirklich ein Autor. Und zwar ein recht bekannter in den 60ern, 70ern. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, wie man den Namen tatsächlich ausspricht. Mein Instinkt ist es, aus dem C ein Z zu machen, das ist irgendwie so italienisch auszusprechen oder so. Aber ich glaube, man sagt Rolf Ulrici. Den kennt ihr vielleicht als den Autor in dem Film tatsächlich von Captain Conny und Sheriff Bill hat er noch geschrieben und dann diese Monitorreihe,
Monitor meldet, eine Science-Fiction-Reihe, die mehr Spin-offs hat als Vampire Diaries. Also durchaus ein echter, bekannter Autor, der dort auftritt als der Autor. Er wird tatsächlich nicht mit dem Namen genannt, auch wenn halt das Cover eingeblendet wird mit seinem Namen. Ja, sehr interessanter Film, sehr lustig und wie gesagt sehr charmant gemacht. Er ist nur 16 Minuten lang, ich verlinke ihn euch und ihr solltet euch ihn unbedingt angucken, weil er wirklich sehr schön so auch die Atmosphäre der 60er noch so ein bisschen, ne, das ist so ein bisschen Sendung mit der Maus, aber in schwarz-weiß. Ja, viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.